Hallo, ich bin Manuel Neuer. Ich bin Sven Ulreich. Und das ist das Bayern-Quiz. Wir können ja jetzt hier nicht zwei Joker verprasseln. Liegen wir schon mal nicht ganz falsch. Also, wenn wir das nicht wissen, dann. Müssen wir den Jupp anrufen übrigens. Oder wir raten. Ja, ja, ist er doch. Wir schauen am Schluss, wie viele Fragen ihr beantwortet habt. Ah, okay. Dann machen wir das immer zusammen, oder? Genau, immer zusammen, ihr beratet euch. Ja, das ist so geil, Alter, Ulle. Also, leg mal los. Okay, also wir haben vier Joker, wir können eine WhatsApp-Nachricht versenden an eine Person, die uns in den Kopf kommt. Dann gibt es eine Möglichkeit zum Googlen, 30 Sekunden haben wir dafür Zeit, dann können wir bei jemandem anrufen und dann gibt es den 50-50-Joker. Let's go. Für was steht das FC in FC Bayern München? A. Fußballclub, B. Freizeitclub, C. Faschingsclub, D. Feierclub. Naja, wir feiern oft, aber ich glaube A, oder? Ja, nehmen wir A. Mir San, A. Eva, B. Traudel, C. Brigitte, D. Mia. Dann nehmen wir die Mia, oder? Die Mia nehmen wir, ja. Mir San Mia. Jawohl, wir holen die Millionen. Wer schrieb den Stern des Südens? A. Willi Astor, B. Willi Fastor, C. Willi Pastor oder D. Willi Torwart? Boah, denk mal. Ich hab eine Ahnung, Ole. Ich könnte mir vorstellen, dass es Willi Astor ist, weil Fastor, Willi Pastor, Willi Torwart ist ein bisschen komisch, aber wir brauchen ja gar keinen Joker. Also, ja, Fastor hört sich für uns Torleute natürlich gut an, dass wir keinen reinkriegen, aber wir nehmen A, Willi Astor. Wäre witzig, wenn dann. Da ist er. Haben wir doch schon live gehört. Ja, Stern des Südens. Mit Stefan Lehmann. Wenn man eure beiden Rückennummern addiert, erhält man die Nummer von A. Corentin Tolisso, B. Kingsley Coman, C. Joshua Kimmich oder D. David Alaba. Ja, ich würde. Ole, kennst du deine Nummer? Ich kenne meine Nummer, aber David Alaba aber kann nicht addieren. Okay, ja, Antwort D, würden wir sagen. David Alaba. Ja, jetzt sind wir schon bei 28. Wann wurde der FC Bayern gegründet? A. 1859, B. 1900, C. 1920 oder D. 1954? Ich habe eine klare Ahnung. Ich auch. Wir nehmen B. Wir nehmen B, 1900. Und, weißt du auch wann? Februar war es oder so, ne? Ja. Weißt du genau? Ja, Ende Februar. Okay. Sehr gut. Du bist auch schon länger hier. Naja, also, das ist ja noch einfach, ne? Da brauche ich ja nie ein Telefon. Ja, lest du vor. Okay, die Adresse des FC Bayern ist Sebener Straße, A1. B 19, C 51 bis 57, D 103. Ja, ist C. Wir fahren ja auch jeden Tag her, also wenn wir das nicht wissen, dann. Ja, deswegen. Da kommt die Post immer an. Wer ist der Torhüter mit den meisten Pflichtspieleinsätzen beim FC Bayern? A. Sepp Maier, B. Jean-Marie Pfaff, C. Oliver Kahn oder D. Manuel Neuer? Puh. Für mich auch. Ist für dich klar? Klar. Also ich glaube auch A, aber ich weiß nicht, ob der Manuel schon ein bisschen mehr gemacht hat. Bestätigen. Also Sepp Maier ist richtig. Ja. Antwort A. Da ist er. Muss ich noch lange unterschreiben, ne? Oder? Ja, stimmt. Hast du ja vor. Welchen Vogel versuchte Sepp Maier im Olympiastadion zu fangen? A. Eine Taube, B. Eine Krähe, C. Eine Ente oder D. Eine Amsel? Das war C, oder? Eine Ente. Ich weiß zwar nicht, wie die ins Olympiastadion gekommen ist, aber... Naja, Olympiapark hat viele Seen. Ja, stimmt, die haben Seen, viele, ne? Seen. Ne? Paar Teiche, sich, ja. Dann noch die Wassergräben, ja, am Leichtathletikstadion. Also die Ente hat er versucht zu fangen, hat sie aber nicht erwischt. Von wem stammt das Zitat, jeder Gegentreffer ist für mich eine Beleidigung? A. Jens Lehmann, B. Oliver Kahn, C. Peter Schmeichel oder D. Gianluigi Buffon?
denke mal von Olli. Ja. Ja, dann B. Oliver Kahn. So, wie viele Pflichtspiele habt ihr für den FC Bayern zusammengenommen absolviert? A. 392, B. 442, C. 500 oder D. 583. Du hattest vorher was mit 300, nochmal was für genau. 387, also 442 wird es sein, ja. Ich würde B sagen. Nehmen wir Antwort B, da liegen wir schon mal nicht ganz falsch. Ja. 442-System, hä? 442. Haben wir auch nicht oft gespielt hier. Die Gumminoppen auf der Innenseite des ersten Torwarthandschuhs fand man auch auf A. Tischtennisschlägern, B. rutschfesten Strümpfen, C. Massagebürsten oder D. Autoreifen. Ja, es war auf Tischtennisschlägern A. Ja, oder? Genau, also auf Tischtennisschlägern. Und wer sich da immer ganz viele Gedanken gemacht hat früher, war der Sepp Maier. Der hat immer auch geschaut, wirklich im Auto bei so rutschfesten Sachen und auch gerade bei Tischtennisschlägern, da stand er auch immer schon im engen Austausch mit Adidas. Wahnsinn. Wer stand bei eurem ersten Pflichtspieldebüt zusammen mit euch auf dem Platz? A. Ribéry, B. Rafinha, C. Robben, D. Schweinsteiger. Ich sag B. Rafinha, weil ich habe beim letzten Spiel habe ich zum ersten Mal hier gespielt gegen. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe in Zagreb zum ersten Mal gespielt und da waren wir schon durch in der Champions League. Da wird ein Ribéry, ein Schweinsteiger war nicht mehr da bei mir und Robben, die werden wahrscheinlich, Ribéry und Ari wurden wahrscheinlich geschont und Rafa hat wahrscheinlich mit mir gespielt. Haben wir da nicht im Pokal auch gespielt? Pflichtspiel? Weißt du, wo wir da in Karlsruhe gespielt haben? Musst du aufpassen jetzt mit Zagreb. Ja, stimmt. Weil das war auch schon ein Pflichtspiel. Das stimmt. Der stand bei einem Pflicht. Aber da haben wir gegen einen Oberligisten gespielt. Das ist ja die Frage, ob. Also D. Schweinsteiger ist auf jeden Fall raus, weil der war bei mir nicht mehr da. Ribéry. Ja. Arjen und Frank, die waren öfters auch mal. Vor allem bei solchen Spielen. Verletzt. Klar, es war das erste Spiel. Ja. Okay, bei mir war es halt das Spiel gegen Gladbach. Oder? Ja. Haben wir im Pokal schon vorher gespielt. Wir haben, glaube ich, im Pokal gegen Eintracht Braunschweig schon vorher gespielt. Das war die Liga, aber da werdet ihr bestimmt. Was soll man machen? Also wenn wir jetzt einen 50-50-Joker nehmen und Schweinsteiger stehen bleibt, dann haben wir die Lösung, ne? Ja. Weil wen sollen wir jetzt fragen aus der Mannschaft? Oder, weißt du, wenn ich jetzt... Ja. Anrufen können wir auch niemand. Vor allem mal. Wir könnten Ari anrufen, aber wir wissen ja nicht mal, ob er noch gegen das Spiel weiß, wo ich gespielt habe im Pokal gegen. Weil bei mir kann theoretisch, also bei mir weiß ich sicher, in der Viererkette hat der Jerome auf jeden Fall gespielt. Ich glaube auch, dass Dante gespielt hat. Dann kann sein, dass der Holger Bartstuber links gespielt hat und Philipp rechts. Ah, weißt okay. du, dann würde Rafa ja wegfallen. Ja, das stimmt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber Schweinsteiger war bei dir auf jeden Fall noch da. Ja, ja, die waren alle da. Deshalb nehmen wir den 50-50-Joker ja. und hoffen, dass Schweini stehen bleibt. Ja. Robben und Rafinha. Ja, dann war's. Nee, das stimmt nicht. Ihr habt andere, die stehen bleiben. Wir können ja jetzt hier nicht zwei Joker verprasseln. Bei so einer Frage. Da waren wir ja beide dabei. Rafinha erreicht man in Brasilien wahrscheinlich eher nicht. Oder wir raten. Naja, dann haben wir das. Ja. Sollen wir. Wen soll man anrufen? Ja. Was ist denn, wenn wir den Rafa nicht erreichen? Dann dürft ihr ihn anders anrufen. Dann dürfen wir den Arjen anrufen. Ja. Darf ja jeder von uns einen anrufen, oder? Ich hab hier. Oder? Habt ihr Fenster? Ja, klar. Der Rafa, der ist ja total aufgeregt jetzt, wenn er hier angerufen wird. Hä? Nee, der schläft. Dann rufen wir einen Ari an, oder? Auch so? Ja, Ari ist zu Hause jetzt.
Vielleicht im Wald joggen. Der ist allein mit dem Ball unterwegs. Das gibt's ja nicht. Müssen wir den Jupp anrufen oder was? Tiger, der weiß es bestimmt. Nein, der weiß es nicht. Also, unsere Telefonjoker haben uns im Stich gelassen. Aber wir können nicht mal jemanden eine WhatsApp schreiben. Ja, müssen wir raten. Ja, oder ich kann googeln. Ja. Arjen Robben hat er gespielt. Mann, ey, bei dem weiß ich halt nicht, ob der mal eine kurze Ausfallzeit hatte für ein Spiel. Nochmal B, Rafa, oder? Ja. Muss ja weitergehen. Ja, da ist er doch. Guck mal, du warst so cool, Alter. Du hast dein Trikot draußen getragen. Du warst doch vorbildlich. Ja. Spieler wie vieler Nationalitäten standen diese Saison in FC Bayern Pflichtspielen auf dem Platz. Also 7 Nationen, B9 Nationen, C11 Nationen oder D13 Nationen. Jetzt müssen wir erstmal durchgehen, wie viele Nationen wir haben. Wir haben Frankreich, klar Deutschland, was haben wir? Polen? Mhm. Komm noch. Ja, Frankreich, Deutschland, Polen. Dann hast du Österreich. Österreich. Dann hast du Holland, zählt sie. Ne? Stimmt, Holland. Dann hast du Brasilien, Coutinho. Dann hast du Kroatien mit Ivan Perisic. Dann hast du. Okay, Franzosen haben wir ein paar. Dann haben wir noch. Genau. Spanien. Dann, 9 werden es dann sein. Ja, werden sehr wahrscheinlich 9 sein. Fehlt denn noch? Wen haben wir denn noch? Gerade so ein bisschen durch die Kabine, wie die alle sitzen. Ja. Aber. Nee. Werden 9 sein. 9. Ja, B9. B9. Ah, achso. Ja, okay. Sanchez. Achso, ja, stimmt. Und Sadi hat auch gespielt. Singh? Vielleicht? Wo wurde denn der eingewechselt? Okay, ja, gut. Wer wurde nie Welttorhüter? A. Jean-Marie Pfaff, Fabian Barthez, José Luis Chilavert oder Edwin van der Sar? Boah, so weit zurück weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Jean-Marie Pfaff, José Luis Chilavert. Wir rufen Tom Fabian Stark her. Fabian Barthez, 98. Edwin van der Sar war auch, ja. Oder? Ja. Pfaff. Boah. Ja, Pfaff, Chilavert hat Freischüsse gemacht, jetzt torwarttechnisch. Ja, ich glaube nicht, dass er Welttorhüter war. Okay. Pfaff war belgischer Nationaltorwart, wobei. Ich weiß gar nicht. Vielleicht in den 80ern gespielt schon. Aber das ist ein Bayern-Quiz, die würden nicht Pfaff reinmachen. Wenn er nicht Welttorhüter geworden wäre. Ich glaube, Schiller wäre es eher, der nicht Welttorhüter wurde. Ja, weil der war zu einer Zeit, so 94, ne? Ja, 94. Ja, da war, wir waren da. Da hast du den Brasilianer gehabt.
Ja. Ne? Dann 98 Barthez war es auch schon bei der WM. Aber 55, den hatten, nee, wir schon. Wir können. Wer kann das denn wissen? Ja, wir können googeln. 30 Sekunden. Willst du. Ich google, ob der Schiller wer Welttorhüter war. Ja. Beide gleichzeitig oder? Einer. Nee, wann machst du los? Jetzt mach ich los. Jetzt? Okay. Na, er war Welttorhüter. Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass... Sogar dreimal. Pfaff vielleicht keiner gewesen ist, oder? Du kannst ja noch Pfaff schnell googeln, ey. Pfaff-Welttorhüter. Bam. Ja. War auch Welttorhüter. Ja, dann müssen wir B sagen. Ja. Wir nehmen B. Warum war der denn kein Welttorhüter? Wahnsinn. Der war mal mein Vorbild, ey. Mann. Wer wurde am Tag vor dem ersten Europapokal der Landesmeistersieg des FC Bayern zum Bundeskanzler gewählt? A. Kurt Georg Kiesinger, B. Helmut Kohl, C. Willy Brandt oder D. Helmut Schmidt? Boah. Vor dem ersten Europapokal. Wann war der erste Titel? Der Landesmeistersieg. Okay, sagen wir mal, Kohl ist raus. Ja. Helmut Schmidt ist auch raus, oder? Und wann hat er denn angefangen? Das war echt lange, aber... Es ist... Die Landesmeister ist ja schon, gibt es ja schon relativ. Es ist ja zwischen C und D. Es müsste also in den, ich weiß jetzt nicht, ob es halt Ende der 60er war oder halt Anfang der 70er, ne? Sowas vermute ich jetzt mal, ne? War der Helmut Schmidt so lang Bundeskanzler dann? Ja, ich glaube eher... Sollen wir doch einen Jupp anrufen? Jupp hat gelebt. Ja, den Jupp müssen wir morgen anrufen, nicht heute. Der hat nämlich morgen Geburtstag. Denkt sofort, wir sind zu früh dran. Ja. So, wir rufen den Jupp trotzdem an. Soll ich anrufen, Ulle? Ja. Auf laut oder was? Dann warte mal. Aber ich sag dir nichts Falsches am Anfang. FaceTime oder? Nee. Ich ruf mal an. Mach dann erst auf laut, mal gucken, was da. Ich rufe jetzt den Markus Hörwig an, der weiß auf jeden Fall. Das Problem, weißt du, was blöd ist? Die rufen mich alle zurück, ey. Das ist ja das Problem, ey. Ulle. Ja, also unsere Telefon-Joker heute sind echt. Was haben wir denn noch? Ich weiß wen. Ich hab einen. Rufen die Angela Merkel einfach an. Ja, das kann doch nicht sein, ey. Wer war das? Das hört sich mal an, als wenn die im Flieger wären, aber jetzt fliegt doch gar keiner. Jetzt. Peter, mein Lieber, du bist gerade live in der Sendung und ich sitze hier mit Sven Ulreich zusammen und ja, du bist unser Telefonjoker für die Frage, jetzt hör zu, ja. Wer wurde am Tag vor dem ersten Europapokal
der Landesmeister Sieg des FC Bayern zum Bundeskanzler gewählt? Das ist A. Kurt Georg Kiesinger, fällt weg. B. Helmut Kohl, fällt auch weg. C. Willy Brandt oder D. Helmut Schmidt, also als Bayern das erste Mal Europapokal der Landesmeister. Der Landesmeister, das war 1974. Das müsste dann Brandt. Ja, das, so weit waren wir auch schon. Ja. Also, du kommst hier groß raus, ne? Peter. Ja. Oder auch nicht. Ich würde sagen 72, 73, 74. Warte, ne, das kann ich dir hoffentlich gleich. Den Joker haben wir aber schon weg, ne? Den du jetzt machst. Nee, pass auf. Also ich würde dann sagen 75. Vor dem ersten Europapokal der Landesmeister Sieg. Den Titel? Titel also gewonnen. Dann war es 74 und dann war es Willy Brandt ist abgetreten, Guillaume und dann müsste es. Hat der Helmut du hast doch jetzt gerade gegoogelt. Hat er seine Minzzigarette da geraucht oder was an dem Tag? Ja, nee, dann müsste es der Schmidt sein. Weil da waren ja keine Neuwahlen, da waren ja dann. Ja, ist das Internet so langsam, wenn wir jetzt in Bayern. Peter, kannst du einmal sagen D. Schmidt? Ich würde dann sagen D. Schmidt, ja. Okay, wir loggen ein. Warte, du musst auch bleiben. Ja, ja, ist er doch. Und? Peter. Gewonnen? Scheiße, ja. Wir sind draußen. Wir müssen nach Hause. Wir haben verloren. Okay. Nein. Wer war's dann? Ja, doch, war Schmidt. Hast du recht. Ja. Nein, übertreib doch nicht. Ja. 74 Guillaume-Affäre. Das kann muss ja, ich das darfst du alles jetzt nicht sagen. Ey, die Leute meinen. Okay. Ne? Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss. So. Großartig. So. Ihr seid. Trippelsieger. Ja. Was? Ja, zwei haben wir nicht gewusst. Wir haben doch. Ach, ihr habt ja gar nicht geholfen. Das war ja lächerlich. Wir kommen nie wieder in diese Sendung. Das letzte Mal, dass wir bei dem Format dabei waren. Aber Weltpokalsieger. Ja, sehr gut. Wenigstens das. Gut. Vielen Dank. Seid ihr zufrieden? Ja, ist okay. Immer, immer. Außer auf unsere Telefon-Joker, da war heute überhaupt kein Verlass. Ja, Ulle, die rufen mich alle an. Ja. Hä? Viel Spaß heute Mittag. Das nee, ich muss ich sagen, ja, Herr Heinkes, ich habe mich vertan. Sie haben ja morgen erst Geburtstag. Okay. Gut, alles klar. Nächstes Mal machen wir die Fragen selbst. Vielen Dank.